Die Fluggesellschaften British Airways, Ryanair und EasyJet haben eine Klage gegen die von der britischen Regierung verhängte Quarantänepflicht für Reisende eingereicht. Die Maßnahme werde verheerende Auswirkungen auf den britischen Tourismus und den Rest der Wirtschaft haben und tausende Arbeitsplätze vernichten, so die Airlines. Die Fluggesellschaften wollen, hauptsächlich wegen Corona, ohnehin tausende Jobs streichen. Bei British Airways sollen 12.000 von 45.000 Stellen wegfallen, darunter 1.000 von Piloten. Ryanair will 15% seiner Mitarbeiter abspecken, 3.000 Jobs, nur um die nächsten 12 Monate zu überleben, so der Firmenchef Michael O'Leary. Und bei EasyJet hängen 4.500 Jobs in der Luft, rund 30% der Mitarbeiter. Einreisende nach Großbritannien müssen seit dieser Woche an der Grenze ihre Adresse und Kontaktdaten hinterlassen und 2 Wochen lang in Quarantäne gehen. Wer sich nicht an die Pflicht zur Selbstisolation hält, muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen, bis zu 1.000 Pfund, 1.122 Euro.